Ja, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Alpha Trading. Wir hatten ja gesagt, dass wir jetzt jede Woche, also jedes Wochenende Analysen hochladen für euch und wir werden auch probieren, dass ihr diese runterladen könnt. Wir werden euch danach am Ende des Videos sagen, beziehungsweise unten in der Beschreibung reinschreiben, ob wir es dann geschafft haben, dass ihr es runterladen könnt. Wenn ja, dann drückt einfach auf den Link und klickt da drauf und dann könnt ihr euch das runterladen und bei euch selber als Template reinstellen. Und wollen wir gar nicht drum herum reden, heute ist der ES dran. Sollte das nicht zu lange dauern, nehmen wir noch den CL ran. Und ja, fangen wir direkt mal an. Ihr wisst ja, ich fange mal damit an, dass wir einen Weekly Profile benutzen vom Volumen, um zu gucken, wie sich ja, der Wert denn verschoben hat. Und was wir natürlich hier sehen konnten, ist, dass wir hier natürlich nach diesem krassen Kurssturz wieder sehr aufgebaut haben und die Value wieder nach oben aufgebaut hatten. Und generell davor hatten wir immer die Values nach oben verschoben, immer weitere All-Time-Highs gebildet. Und jetzt sind wir hier wieder ganz, ganz oben, haben eine Range gebildet und genau, bilden wir hier wieder eine Range. Und dann würde ich euch das jetzt mal im Daily Profile wieder einzeichnen. So, genau, wie ihr sehen könnt, haben wir hier wieder eine super Range gebildet. Ihr wisst, eine Range besteht immer aus drei Abteilen, wie ein Volumenprofil, wie ein Channel, also das ist relativ üblich, es wird immer aus drei Abteilen gebildet und immer aus dem Hoch, Tief und in der Mitte. Und fangen wir direkt mal mit dem Tief an. Wir konnten sehen, dass wir vor ja, circa einer Woche hier diese Range am All-Time-High gebildet hatten und da hatten wir das Hoch mit einer sehr starken Sammelzone und Volumenkante, die dann auch an dem Tag hier danach abgelehnt wurde. Ich zeichne euch das mal ein, damit das jeder versteht. Ja, wir hatten hier diese Range-Bildung und hatten hier oben dann diese starke Kante, die wir auch hier am Folgetag dann abgelehnt hatten, wo wir dann auch hier bei beiden Tagen eine starke, prägnante Kante gebildet hatten. Und da würde ich mir mal einfach mal was einzeichnen, um zu schauen, ob das dann überhaupt zutrifft mit ja, dem Tief oder der Mitte der Range. Wollen wir mal schauen. Und ja, was wir natürlich sehen, ist direkt, dass wir hier diese Kante haben. Diese sehr starke Kante direkt hier drunter, das würde ich hier uns auch gleich mal einzeichnen als Range Tief. Hier die ganzen Tick genommen Ablehnung und dann auch hier wieder diese ganzen Tick genommen Ablehnung. Somit ist das eine sehr starke Zone, da wir die natürlich nun als Support nutzen. Auch was wir hier sehen, ist ein ja, sehr prägnanter Berg. Den würde ich mir einfach mal einzeichnen. Das ist auch direkt eine sogenannte Akkumulationszone, die wir auch handeln. Und die würde ich einfach hier bis zu dieser Kante, bis zu dieser Value-Area-Low-Kante hier hinziehen, dadurch, dass das natürlich eine sehr starke Support-Kante ist, die wir hier dann auch wieder tickgenau abgelehnt haben und hier immer diese Ablehnung drin suchen. Ihr wisst ja, an den Tiefs suchen wir jetzt immer die Ablehnung und in den Hochs auch die Ablehnung nach unten. In der Mitte können wir schauen, ob da irgendwelche Breakouts nach oben oder nach unten kommen und ja, der Rest ist natürlich variabel. Was ich mir auch einzeichnen würde, ist hier dieses Tief, da es dann natürlich jetzt Vortagestief dient. Einfach mal hier eine Linie zeichnen, genauso wie wir hier einen Naked Puck gebildet hatten. Das sind ja immer Anziehungszonen. Den schreibe ich mir auch direkt mal als Naked Puck hin, damit ich das Bescheid weiß. So. Da steht dann natürlich hier Naked Puck. Das ist dann ein Ziel, ein definiertes Ziel innerhalb dieser Range, was wir gebildet hatten, was auch direkt hier auf dieser Volumenkante ist, vom ersten Tag, wo die Range gebildet wurde, wo wir auch gleichzeitig hier wieder tick genau abgelehnt hatten. Also das könnt ihr euch mal im Auge behalten, hier diesen Naked Pop, da werden wir sehr, sehr wahrscheinlich umhin gehen. Genauso wie wir hier zwei weitere Naked Pops haben. Also die Naked Pops zeichne ich mir immer ein, da diese natürlich als Ablehnungszonen fungieren und ich da sehr gerne handel. Hier hatten wir auch nochmal einen weiteren und danach erstmal nicht mehr. Das zeichne ich mir nochmal ein. Und dann geht es auch direkt dazu, dass wir uns das Range hoch mal einzeichnen. Was wir natürlich sehen ist, wir haben hier diesen Naked Pog, wir haben hier diese Kante. Hier rüber hatten wir natürlich einen Ausbruch, der wurde aber nicht relativ, also relativ wenig nur gehandelt. Und an diesem einen Tag, wo wir ein sehr komisches Volumen, wir hatten Sonnen-P, wie wir sehen. Das Volumen wurde nach oben verlagert, allerdings gab es am Ende dann nochmal einen Kursstoß. Wir haben ganz unten, sogar hier, unterhalb der Value Area geschlossen. Somit können wir diesen Tag nicht wirklich reinzählen. Und ja, das Hoch von dieser Range würde ich eher hier bis hin zu diesem Naked Pop definieren. Und ja, damit können wir natürlich eine sehr, sehr schöne Zone definieren. Ich könnte sogar sagen, beziehungsweise wir könnten sogar sagen, dass wir von diesem Pop hier, von diesen sehr starken prägnanten Kanten,
bis hin zu dieser Zone hoch 10, da wurde das hier immer wieder abgelehnt, wurde hier an diesem Tag wurde abgelehnt und in diesen Tagen gab es natürlich auch wenig Akzeptanz. Somit könnten wir das eigentlich sogar von, sagen wir mal hier, bis hier hinziehen, bis zu den Kanten und hätten dann das hoch. Und am Tag haben wir hier natürlich eine sehr starke Kante. Zack, und dann hätten wir auch direkt die Mitte. Was wir dann natürlich sehen können, ist, dass wir ein schönes Spielfeld haben, wo wir dann natürlich immer hin und her handeln können. Sollten wir natürlich jetzt hier nach unten ausbrechen, unter diese Tiefs, die wir hier gebildet hatten. Dieses Tief würde ich gar nicht so stark beachten. Klar, das wird natürlich auch als Supportzone dienen, allerdings ist dieses Tief hier viel, viel stärker, da wir hier diese starke Kante auch noch hatten. Wenn wir so hier runterbrechen, ist dann erstmal das erste Ziel dieser Naked Book. Und ja, was ich mir aber allerdings gut vorstellen kann, ist, dass wir am nächsten Tag, am Montag, dadurch, dass die ersten Tage der Woche sowieso immer ja, etwas nach oben gehen, wie ihr in der Vergangenheit sehen könnt, dass wir dann erstmal nach oben brechen, sogar über dieses Vortageshoch brechen, Breakout haben und zu diesem Naked Pop holen. Und wenn wir den geholt haben, dass wir uns da mal abheben. Also achtet da mal drauf. Und ansonsten können wir uns natürlich noch das Allzeithoch einzeichnen. Das ist ja auch immer eine gute Location. Und ja, entweder hier die Ablehnung und die Breakout drüber traden. Und somit haben wir eine gute S&P-Analyse, die auch relativ solide ist, haben eine schöne Range, schöne Zonen definiert, schöne Ziele definiert. Und genau. Und dann wollen wir nochmal den CL reinnehmen. Dann habt ihr nämlich direkt mal zwei Märkte noch. Ich öffne euch kurz mal den CL. Ach so, nee, da muss ich nochmal kurz hier umändern. So. Dann haben wir hier direkt den CL, was wir gesehen haben. Wir hatten hier die letzte Woche und vorletzte Woche einen Range gebildet und dann gab es hier einen Ausbruch. Ich zeichne euch das alles mal ein. Ihr wisst ja, eine Range. Hier hat mir diese Range gebildet. Hier hat mir diesen Ausbruch rüber. Und nun bilden wir die ganze Zeit einen Higher Lower in einem Channel. Ich hatte euch ja gesagt, die Channels können wir auch handeln. Ich zeichne jetzt schon mal einen Channel ein, da ich das sofort sehe. Diesen würde ich jetzt ungefähr hier mal so einzeichnen. Zack. Und zack. Ja, super, was wir dann natürlich sehen. Wir könnten diesen Channel sogar noch mal weiter nach unten ziehen. Dann noch mal hier. Dann müsst ihr ein bisschen Erfahrung machen, ein bisschen Erfahrung einholen und dann wisst ihr auch, wie man die am besten einzeichnet. Zack. Ja, das ist doch super. Und was wir natürlich sehen können, ist, dass wir jetzt hier nach diesem Ausbruch immer wieder den Channel als Resistenzzone und als Supportzone benutzt haben. Hier als Resistenz, hier als Support, genauso hier als Support und hier wieder als Resistenz. Und wir eigentlich uns die ganze Zeit an diesen POC von diesem Channel hier wieder abstoßen, ranbinden und so weiter und so fort. Also was ihr dann natürlich auch machen könnt, ist in diesem Channel einfach immer, wenn der Markt an diese Extrempunkte kommt, einfach hier zum Beispiel nach Longs schauen und hier nach Shorts. Und da seid ihr natürlich schon ja, im guten Bereich. Und die Longs sind natürlich sowieso viel Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit viel höher, da wir natürlich einen Long-Kontext haben. Und dann sollte er wieder zurückkommen, haben wir natürlich hier auch eine wunderbare Zone, einen wunderbaren Range-Bereich, den wir so mal definieren können. Das ist natürlich eine sehr, sehr kleine Range, deswegen werden wir uns auch kleine Zonen einzeichnen. Das Range Top würde ich hier, haben wir eine Kante und hier haben wir einen Berg, würde ich direkt mal hier einzeichnen. Von dieser super prägnanten Kante bis hier runter zum Berg, beziehungsweise hier so. Da sehen wir natürlich dann auch, dass wir ja sogar hier tick genau abgelehnt hatten, hier diese ganzen Ablehnungen hatten. Hier viermal abgelehnt, am Tag danach zweimal abgelehnt und dann diente das nun als Supportzone, genauso wie wir das natürlich am Tiefe definieren können. Wir hatten überall auf diesen beiden Preisen die Values und dann den Vortagen hier auch sehr, sehr stark abgelehnt. Wir konnten hier so sehr, sehr viele Trades mitnehmen, da wir da 4, 5 Tage einfach nur eine Range gehandelt hatten. Und den mittleren Punkt würde ich auch direkt mal hier definieren, da wir dann uns hier stabilisiert hatten am Ende und auch hier die ganze Zeit Ablehnung und Kanten waren. Und dann genau sollten wir dann hier wieder vom Channel runterbrechen, ist natürlich das erste Ziel hier das sogenannte Vortagestief. Dann haben wir hier die Naked Values.
die natürlich auch als Ziele dienen können. Das ist aber immer unterschiedlich und da sollte ganz genau darauf geachtet werden. Dadurch, dass wir hier eine sehr starke Kante haben und ein sehr starkes Tief, ist diese Value Area natürlich viel aussagekräftiger als diese hier. Dadurch, dass wir hier natürlich mitten im Volumenwert drin sind und ja, das nicht so ein klar definierter Preisbereich ist. Wenn wir uns das mal anschauen, in die Vergangenheit gucken, können wir sehen, haben wir denn da irgendwelche Zonen, die wir jetzt ansteuern können und wo wir die Locations mit vergleichen können. Wenn ihr hier sehen, wir haben hier dieses Vortageshoch, was wir hier gebildet hatten, plus diese Kante. Dann gehen wir mal zurück und sehen, dass wir hier auch einen starken, bekannten Preisbereich hatten. Hier hatten wir das in unteren Abteil der Range, welchen wir dann hier abgelehnt hatten, genauso wie hier abgelehnt und hier diese Kante gebildet hatten. Und das ist natürlich eine sehr, sehr starke, prägnante Zone. Da würde ich einfach hier von diesem dicken Berg bis hier zu den Kanten unterzeichnen. Und was wir natürlich sehen, ist hier diese ganzen Lows, die wir hier gebildet hatten. Gleichzeitig das Low der Range natürlich. So wie hier diese ganzen Ablehnungen, Ablehnungen, Ablehnungen und den Pock, den wir hier reingebildet hatten. Und somit können wir das natürlich auch klar definieren als unsere Ziele. Wenn wir natürlich nach oben ausbrechen, sollten wir hier rüber ausbrechen über den Channel, wenn wir das hier als Ziel definieren. Ansonsten, wenn wir uns weiter im Channel befinden sollten und weiter akkumulieren, würde das hier sehr, sehr wahrscheinlich als Trendwendung vom Channel ja, dienen. Und wenn wir dann hier unter diesem Channel ausbrechen sollten, dann können wir auf eine Kontextveränderung achten. Und genau, sonst zeichnen wir uns jetzt nochmal weitere Zonen ein, die wir dann für nächste Woche benutzen können. Was wir sehen können, ist, dass wir hier eine sehr starke Kante und diese Hochs gebildet hatten. Das war natürlich auch hier, wie wir hier sehen, das war früher eine wichtige Location, wo wir hier dann ausgebrochen sind. Dieser Preisbereich wurde dann jetzt wieder abgelehnt und war ja das Tageshoch vom Freitag. Und ja, mehr lässt sich da relativ nicht zu sagen. Wir könnten hier diesen starken, prägnanten Preisbereich hier von diesem Pop, den wir hier auch akkumuliert und abgelehnt hatten, dann einzeichnen. Und was wir natürlich sehen, ist, dass wir hier dann in dieser Range-Phase auch starke Sammelzonen in diesem Bereich einzeichnen konnten. Genauso wie hier sehr, sehr viele Ablehnungen. Und ja, genau dieser Preisbereich wird dann natürlich auch als unsere Resistenz dienen, wenn wir dann hier hochkommen sollten. Wenn wir weiter runterkommen sollten, haben wir hier eine starke, weitere, prägnante Kante. Worauf wir dann auch achten müssen, hier auf diesen Spike, dadurch, dass dieser natürlich nur als Support dienen könnte. Und wie gesagt, wenn wir den Kontext jetzt weiterverfolgen, werden wir natürlich die ganzen Longs hier am unteren Abteil des Channels suchen. Und wenn wir natürlich hier oben sind, suchen wir uns die Shorts. In der Mitte würde ich dieses Mal sogar die Finger von lassen, dadurch, dass hier alles passieren kann. Solange wir noch nicht in der Zone von der 74,80 angelangt sind, würde ich sogar eigentlich noch gar keine Shorts suchen, sondern nur die Longs. Und ja, sonst schaut einfach, dass ihr ja bei dieser Preismarke reagiert, bei dieser 74,80. Da wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ja was passieren, da wir hier sogar, wie ich jetzt gerade erst sehe, immer noch eine Naked Fork haben. Und diese Zone hier, wie gesagt, wird sehr, sehr wahrscheinlich zu einer Kontextwendung führen. Und ja, genau, da wünsche ich euch auf jeden Fall für nächste Woche sehr viel Erfolg und achtet, wie gesagt, auf diese Zonen. Wir werden euch die hochladen und ja, gebt uns euer Feedback, was ihr mit den Zonen angestellt habt und ob sie euch weiterhelfen konnten. Und dann hören wir uns in ein paar Tagen wieder.